die ersten 8 Schritte. Zuerst ein Monto-Return mit rechts beginnen. Die rechte Fußspitze rechts absetzen. Den rechten Fuß an den linken ran und gleich eine halbe Drehung rechts rum. Und wir setzen den linken Fuß bzw. die linke Fußspitze links auf und gleich den linken Fuß an den rechten ran. Dann setzen wir die rechte Ferse vorn auf. Wenn wir den rechten Fuß an den linken ran nehmen, setzen wir gleich die linke Ferse vorn auf, den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß vorn absetzen und eine halbe Linksdrehung. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Ein Shuffle vorwärts mit rechts. Rechts vor, links ran, rechts vor. Jetzt folgt eine ganze Drehung mit 2 Schritten. Wir setzen den linken Fuß nach vorn und machen auf dem rechten Fuß eine ganze Drehung rechts rum und setzen den rechten Fuß vorn auf. Dann kommt ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Und zum Schluss ein Coaster-Step mit links. Den linken Fuß nach hinten, den rechten ran und den linken Fuß wieder nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß rechts ab, kreuzen den linken Fuß dahinter, setzen den rechten Fuß nach rechts und machen dabei schon eine Drehung rechts rum, setzen den linken Fuß links ab, drehen uns dabei immer noch, sodass wir eine dreiviertel Drehung raus haben, setzen den linken Fuß links ab, indem wir wieder eine Vierteldrehung machen. Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß hinter den linken, machen eine Vierteldrehung nach links und setzen den linken Fuß vorn ab. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige das noch einmal ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen die rechte Fußspitze vorn auf, Ferse runter. Setzen die linke Fußspitze vorn auf, Ferse runter. Jetzt folgt ein Shuffle zurück mit rechts. Den rechten nach hinten, den linken ran, den rechten Fuß nach hinten und ein Rockback mit links. Den linken Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich rum, dann sieht man das besser. Das ist jetzt der Ausgangspunkt. Wir kreuzen den rechten Fuß, den linken Fuß über den rechten. Setzen den rechten Fuß nach rechts, drehen etwas unseren Oberkörper
und kicken die linke Fußspitze nach vorn. Dann setzen wir den linken Fuß neben den rechten wieder ab, kreuzen den rechten Fuß über den linken. Jetzt folgt ein Seitrock mit links, den linken Fuß links absetzen, das Gewicht wechseln wieder zurück und den linken Fuß neben den rechten absetzen. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Dabei drehe ich mich auch wieder rum, damit man das besser sieht. Wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn, zur Seite und machen einen Triple Step auf der Stelle. Mit rechts, links, rechts. Dann kicken wir die linke Fußspitze nach vorn, die linke Fußspitze zur Seite und ein Triple Step mit links, rechts, links. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Ich drehe mich wieder rum. Jetzt machen wir ein Rolling Vine nach rechts und dann nach links. Wir setzen den rechten Fuß nach rechts. Machen eine halbe Drehung rechts rum. Setzen den linken Fuß auf. Machen wieder eine halbe Drehung rechts rum. Setzen den rechten Fuß auf. Und den linken Fuß mit einem Step neben den rechten. Und einmal klatschen. Das Ganze geht wieder zurück. Den linken Fuß nach links. Jetzt machen wir eine halbe Linksdrehung. Setzen den rechten Fuß auf. Machen wieder eine halbe Linksdrehung. Setzen den linken Fuß nach links auf. Den rechten Fuß mit einem Step nehmen den linken. Und einmal klatschen. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich auch kurz rum, dann sieht man das besser. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach hinten und kreuzen gleich mit einem Hupser den linken Fuß über den rechten. Und dann machen wir eine halbe Drehung rechts rum. Und das Gewicht ist jetzt auf dem linken Fuß, wenn wir vorn wieder ankommen. Denn es kommt zum Schluss noch 2 Schaffe vorwärts mit rechts und ein Schaffe vorwärts mit links. Und diese 8 Schritte zeige ich noch einmal von dieser Seite. Das war der Ausgangspunkt. Wir setzen den linken Fuß nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn.
1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. In diesem Tanz gibt es auch eine Brücke. Und zwar nach der dritten Runde werden folgende 16 Counts dazu getanzt. Und die zeige ich jetzt. Den rechten Fuß nach rechts, den linken Fuß dahinter. Den rechten Fuß setzen wir rechts ab, dabei machen wir schon eine Vierteldrehung nach rechts. Wir setzen den linken Fuß links ab, machen wieder eine Drehung. Den linken Fuß links absetzen und wieder eine Vierteldrehung rechts rum. Und zum Schluss noch ein Rock weg. Das heißt, den rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und zurück. Ich zeige diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die nächsten 8 Schritte, zuerst eine Wehfreie. Den rechten Fuß zur Seite, den linken kreuzen wir dahinter, den rechten zur Seite, den linken Fuß über den rechten kreuzen. Jetzt folgt ein Seitrock mit rechts, den rechten Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln, wieder zurück und ein Rockback mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und wieder zurück. Diese letzten 8 Schritte noch einmal, das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und diese 16 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie gesagt, nach der dritten Runde diese 16 Schritte dazu tanzen und von vorn wieder beginnen. Und jetzt beginnt der Tanz von vorn.